Moin, Leute. Ja, dieses Video ist ein bisschen älter, deswegen hat es auch wieder kein Audio, weil mein Mikrofon hat öfters mal nicht funktioniert. Aber in diesem Video, Leute, war da immer Creeper beim Pranken. Also macht mich, glaube ich, gerade ein Video. Natürlich hat er dann kein Video gemacht, aber auf jeden Fall wollte er, glaube ich, ein Video machen. Aber es hat halt nicht funktioniert. Und deswegen, Leute, wollen wir noch mal trollen als ein Online-Delta-Kind, um von ihm adoptiert zu werden. Und ja, damit kommen wir zu einer weiteren Online-Delta-Folge und zusammen gehen wir die ganze Kühlerin, beziehungsweise suchen wir mal. Und hoffen wir mal, dass wir den ganzen finden. Deswegen suchen wir ganz kurz hier mal ein paar Häuser an. Und da braucht ihr mal sein Estate-Haus. Und da war auch schon sein Haus. Und wir sagen, wir gehen mal ganz schnell zu ihm. Bum, 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 bum. Und da steht auch schon Creeper-Man. Da steht auch schon Creeper-Man. Und er wurde treu. Also wir benennen uns mal ganz kurz als Mia. Und wir schreiben Suche Vater. So, und mal schauen, ob wir dann auf jeden Fall adoptiert werden vom Creeper-Man. Ja, wie sieht der steht der Leiter unten? Ja, und wir warten mal. Vielleicht kann er uns ja dann adoptieren. So, Leute, ich schreibe jetzt noch mal ganz kurz auf dieses Schild hier drauf, dass wir einen Vater suchen und mal schauen, ob wir ihn dann bekommen. Ich schreibe mal drauf, kannst du mich adoptieren? Ja, genau. Und dann hoffen wir mal, dass Grimman uns adoptieren wird. Naja, ob es klappen wird? Ach, keine Ahnung. Okay, Leute, Grimman steht auf jeden Fall schon echt lange, Leute. Er steht und steht und steht dort einfach, aber es passiert einfach rein. Gar nichts. Naja, hoffen wir mal, dass Creeperman bald endlich mal anfängt, etwas zu machen. Leute, wir beobachten Creeperman ganz genau. Nein, Spaß. Leute, Creeperman hat sich bewegt. Creeperman hat sich endlich bewegt. Ihr seht unten wahrscheinlich den Schwarzbildschirm eingeblendet, weil ich nebenbei mit Arnes Pro gerade auf Discord rede. Und Leute, ihr seht schon, wir scheinen jetzt mal das Schild zu schauen, ob Creeperman uns adoptieren wird. Und hat ihr geschrieben, oh mein Gott, Leute. Okay, wir wurden jetzt auf jeden Fall von Creeperman adoptiert. Und ja, ich würde sagen, wir gehen dann mal direkt, ja, mit ihnen ins Haus, hoffentlich. Creeperman, hallo? Ja, wir können auf jeden Fall das hier schon mal wegmachen, weil wir haben jetzt unseren Vater. Und ja, Creeperman steht immer wieder auf K rum und das nervt langsam. Ah, Vater schreibt man mit V. Oh, ja, ja, ich weiß, ich hab's nur gerade falsch geschrieben. Ja, ich hab's mit F geschrieben, Leute. So wie man auf jeden Fall Vater nicht schreiben sollte. Aber ist mir eigentlich auch egal. Und ja. Hoffen wir mal, dass Creeperman uns gleich adoptieren wird. Okay, Leute, da sind wir jetzt in Creepermans Haus und Creeperman kommt jetzt auch rein und ja, mal schauen, ob wir ihn eigentlich heute trollen können als Online-Data. Und ja, auf jeden Fall, Creeperman läuft die ganze Zeit irgendwo lang, aber auf jeden Fall nicht dahin, wo ich hin will. Okay, was geht mit Creeperman ab? Alles klar. Ich habe jetzt einfach mal hingeschrieben Hunger und das Problem ist halt, er sieht meinen Namen und wir hoffen mal, dass er nicht so drauf achtet. Aber wir schreiben einfach mal Hunger und ja, dann will ich Essen haben. Okay, Leute, wir haben einfach mal nur eine Pizza bekommen, aber na gut, wenigstens eine Pizza anstatt gar nichts, Leute. Und da stand einfach mal gerade Arnes. Hoffentlich verrät er uns nicht. Ja, Bro, Arnes? Arnes, Bro, du hast doch Bro im Namen, also bitte verrat uns nicht. Okay, das geht jetzt ab. Jetzt geht's wieder mal zu Arnes. Oh nein, nein, nein. Das geht nicht gut aus, es geht nicht aus, es geht nicht gut aus. Ja, super. Okay, Leute, Creeperman hat jetzt geschrieben, Mia muss in die Schule. Und ich würde sagen, wir gehen auch direkt einfach mal in die Schule. Ah. Okay, Creeperman kommt auf jeden Fall schon. Das heißt, wir können wahrscheinlich hoffentlich gleich in die Schule fahren. Oh Gott, Leute, guckt mal dieses Auto an. Das ist einfach das Creeper-Mobil, Leute. Es ist einfach mal das Creeper-Mobil. Oh ja. Mia, ich weiß, wer du bist. Oh nein, nein, Leute. Arnes will uns einfach mal verraten. Du bist... Also ich habe da keine Ahnung, warum. Mia, genau, ja, genau. Der, die bin ich, Leute. Nein, er hat Leandro geschrieben. Er hat Leandro geschrieben. Okay, Leute, wir sind irgendwie aufgeflogen bei Creeperman. Okay, Leute, ich habe einfach mal hingeschrieben, was für Leandro. Und ich schreibe mir einfach mal, wer ist das? So, und dann, ja. Leute, wir sind so oder so schon aufgeflogen, aber egal.
Okay, Leute, anscheinend fahren wir mit der U-Bahn dahin. Ja, okay. So, Leute, sind wir auch schon mal in der Schule. Wir haben uns einmal ganz kurz den Studentenjob geholt und oh nein. Ja, Leute, da wurden wir schon verpetzt. Von Arnes, Junge, du kleiner Ehrenloser. Naja, egal, auf jeden Fall, Leute, sind wir jetzt in der chilligen Schule und müssen Unterricht machen. Perfekt. Ja, Leute, es war verdammt langweilig, aber wir müssen immer ein Buch holen, weil wir brauchen einfach ein zu lernen. Und ja, genau. Perfekt. Junge, wir haben so eine langweilige Schule, aber eine riesige Klasse, Leute. Ja, eine sehr, sehr große. Okay, Leute, wisst ihr was? Wir werden jetzt einfach mal zu Creeperman fahren und schauen einfach mal, was der eigentlich in der Zeit macht, während wir in der Schule sind. Das wird auf jeden Fall mega, mega lustig. Deswegen seid auf jeden Fall gespannt. Es wird wahrscheinlich mega, mega lustig. Wir fahren einfach mal zu Creeperman und schauen mal, was der eigentlich so macht, wenn wir in der Schule sind. Ja. Wir sind eh zwar aufgeflogen, aber egal, wir können ja noch mal ein paar lustige Sachen testen. Und ja, ich denke, es wird wahrscheinlich verdammt lustig. Und ja, genau, ein Kind fährt mit 200 km/h Bus. Sehr klug. Okay, Leute, da sind wir jetzt an Creepermans Haus. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal, was Creeperman so in Freizeit macht, während wir nicht bei ihm sind. Und oh mein Gott, nein, nein, nein. Leute, 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 er kommt raus. Nein, 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 er wird uns entdecken, Leute. Oh nein. Leute, er hat uns schon entdeckt. Oh mein Gott. Oh nein, wir stecken fest, Leute. Hilfe. Oh nein. Okay, Leute, wir haben ein fettes Problem. Wir stecken fest. Wow. Geil. Wir stecken einfach mal fest, Leute. Wir müssen schnell abbauen. Creeperman darf uns nicht sehen. Wuhu. Bam. Leute, Creeperman. Okay, der wurde gerade gebannt. Leute, wir dürfen Creeperman darf uns einfach nicht sehen. Das heißt, wir müssen uns ganz schnell wegteleportieren. Aber runterspringen. Boom. Und jetzt werden wir es nicht mehr sehen. Schnell, schnell. Und jetzt teleportieren wir uns einfach hier an und weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier. Und jetzt müssen wir ganz schnell irgendwie zur Schule kommen, bevor Creeperman kommt. Einfach schnell das Oma-Auto fahren. So, Leute, wir sind wieder in der Schule. Wir waren gar nicht weg. Und ja. Ja, anscheinend geht es weiter mit im Unterricht. Und Leute, ich habe gerade irgendwie Schluck auf. Warum, warum, warum? Okay, Leute. Wir sind jetzt auf jeden Fall im Unterricht. Und ja, es wird auf jeden Fall sehr spaßig. Ja, aber wir müssen immer noch auf Creeperman warten, der hoffentlich bald kommen wird. Wir schauen einfach mal mit den Häusern, was Creeperman gerade so macht. Hier ist Creeperman sein Haus. Und wir schauen einfach mal, was Creeperman gerade vor. Oh. Ja. Okay, Creeperman ist anscheinend schon da. Fahren einfach mal mit dem Pizzastück in der Hand. Einfach mal zurück. Und ich würde sagen, wir fragen jetzt aber mal Creeperman, ob er die ganze Zeit wusste, dass wir das sind. So, bam, bam, bam. So, und wir schreiben ihm das Ganze mal und mal schauen, was er darauf antwortet. Es lägt bei mir im Moment. Ja, ja, ist mir eine Schnuppe, aber ja, Leute, wir hoffen mal, dass Creeperman I can't driving, also er kann auf jeden Fall nicht fahren. Warum auch immer er jetzt Englisch redet. Ja. Okay, aber mal schauen, was er darauf antwortet, wenn er überhaupt noch antwortet heute. So, Leute, ich habe es Creeperman einfach mal ganz kurz geschrieben, dass ich ihn getrollt habe. Und mal schauen, was seine Reaktion ist. Also ich glaube, er weiß, dass ich ihn getrollt habe. Er schreibt auf jeden Fall ciao. Ich glaube, er weiß, dass ich ihn getrollt habe. Ich weiß. Ja, ja, wusste ich schon. Aber, ja, ich glaube, er weiß, dass ich ihn getrollt habe. Aber halt trotzdem. Und ich sehe verdammt schlank aus. Wow. Das sieht nicht so entspannt aus. Wir sind eine Mia. Wir sind ein Lemia. Genau, ein Lemia. Und perfekt. Aber Leute, wenn das Video gefallen hat, ihr für einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts weiter von Trolls verpassen wollt. Und ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr witzig, Creeperman zu trollen. Und Creeperman, Grüße gehen auf jeden Fall nicht raus. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.